Ach du Scheiße. Hikaru, der letzte Hauptmann der Kaio. Der Talisman im Grabmann der Gefallenen wurden gestohlen. Herr Hauptmann, wie lauten die Befehle? Yeah. Hier bleiben. Herr Hauptmann? Hier bleiben. Das ist nicht der erste Talisman, den sie gestohlen haben. Jetzt sind nur noch die in der Stadt übrig. Dorthin wird sich der Eindringling jetzt aufmachen. Aber ich dachte, wir hätten uns um alle Versprengten gekümmert. Aber wenigstens einer ist noch da draußen und er oder sie weiß genau, wo wir empfindlich sind. Sie wird stärker, ich kann es fühlen. Halte die Stellung, bleib wachsam, der Feind könnte bald hier sein. Und er wird in die Stadt wollen. Ja, ja, Herr Hauptmann. Ich kehre auf meinen Posten innerhalb der Mauern zurück. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Los. Da ist also der liebe Hauptmann. Da vorne ist eine Schriftrolle, die können wir uns holen. Frage ist wo? Ah, da. Gut, dann gehe ich jetzt runter. So, jetzt können wir mal ein paar Sachen machen. Schaffe einen Köder, um nahe Feinde abzulenken. Das wäre auch ganz interessant eigentlich. Kunai, das wäre auch ganz cool eigentlich aus der Nähe. Die Frage ist ja, der verschwindet halt nicht. Ich werde mal das verwenden. Drücke E, um alle Feinde in einer Umgebung eine Sekunde lang anzuzeigen. Feinde werden auch durch undurchsichtige Oberflächen hindurch angezeigt. Okay. Perfekt. Schattentechniken sind mächtige Fertigkeiten, mit denen du schwierige Situationen meistern kannst. Halte... Ich hoffe, das ist die Vierer-Taste, um das Machtrad zu öffnen und eine Schattentechnik zu wählen. Drücke die mittlere Maustaste, um diese ausgewählte Schatz zu nutzen. Ausgewählt. Achso, ich muss dahin. Sorry, falsche Richtung. Entschuldigung. So, jetzt haben wir hinten die Fähigkeiten. Da muss ich hin. Da ist irgendwo eine Schriftrolle. Ernsthaft, so kleinlich. Ach Gott. Schriftrolle ist natürlich. Yuki, du musst tun, Nawana. Wie soll ich mir denn die Schriftrolle holen, bitte? Kann ich so da. Es ging flott. Ist ja anstrengend, der Typ. So, wo ist es da hinten? Okay, die nächste nähere Schriftrolle. Die 70er Schriftrolle wäre nahe. Interessant zu wissen, wo die ist. Und auch hinkommt. Da muss ich, glaube ich, jetzt erst dorthin. Auf Wiedersehen.
so schön, die Fähigkeit. Auch die Gegner verschwinden gleich. Hui. So, jetzt muss ich warten, bis der scheiß Bogenschütze weg ist. Ah, so ist ich ausgegangen. Naja, gut, hätte ich vorher wissen müssen. So. Ich Vollidiot. Ich kann mich eh durchteleportieren. Von Schatten zu Schatten. Manchmal denke ich einfach nicht nach. Ach, ach du Heilige. Okay, wir waren jetzt in diesem komischen Tempel. Ich dachte schon, dass da jetzt... Es war jetzt der letzte... Ja gut, okay, das war jetzt der letzte Talisman außerhalb der Stadt. Jetzt müssen wir noch innerhalb der Stadt langlaufen. Noch eine Erinnerung des Generals. War er auf der Flucht? Es schien sehr lange her zu sein, der Mann mit der Augenklappe und dieses Schwert. Es gibt keinen Zweifel. Es ist also wahr, Hyo ist tot. Ich wusste es, ganz tief in meinem Herzen war ich sicher, aber ich wollte es nicht glauben. Wieder und wieder nehmen mir die Mächte des Lichts die, die ich liebe. Mutter, Vater, Hyo. Man hört immer die Mächte des Lichts. Sie werden bezahlen. Für wen halten sie sich denn, dass sie mir den Boden unter den Füßen fortreißen? In meiner eigenen Heimatstadt. Yamiko. Ja, es tut mir leid. Ich habe die Beherrschung verloren. Hiyo wird gerecht werden. Sie alle werden gerecht werden. Was? Ich bin immerhin ein rachsüchtiger Geist. Aragami. Er fängt schon an, Witze zu reißen. Ich hätte gern das Schwert. Mann, ich habe mich jetzt so gefreut. Ich dachte, okay, jetzt krieg sie mal wieder ein neues Schwert. Aber nein, natürlich. Da muss ich hin. Achso, um Lichtdings deaktivieren, okay. Den einen verschwinden lassen, aber... Ich will die Rollen haben. Okay. Das tut mir leid. Das war jetzt furchtbar schlecht. Boah, dass ich mich da nicht hinteleportieren kann, ist nervig. Alter, das war knapp. Ich weiß nicht, welche Taste man verwenden muss. Ich schau mal kurz. Steuerung. Predefine. Use Power E. Action Button 4. Middle Button. Q ist auswählen und E ist benutzen. Das heißt eigentlich für einige Sekunden, der ist wird ziemlich lange angezeigt eigentlich. Der Bogenschütze muss weg, ich komme sonst nicht hin. Also ich warte, bis er weg ist.
Lalala. Wenn ich jetzt klinsel, kommen wieder beide, ne? Jo. Ja, Zeitverschwendung. Definitiv. Nein! Interessiert dich das gar nicht? Boah, Gott sei Dank. Das ist auch scheißegal. Ich töte jetzt einfach alles so. Ach, scheiße. Den töten war eine blöde Idee. Na gut. Ich kann den noch töten, wenn es sein muss. Das ist sicher. Der geht dann nicht. Der ist halt tot. Okay, wir können wieder Fähigkeiten lernen. Haben wir irgendwas? Sieht voll. Haben wir jetzt noch immer nicht. Du hast 2, kostet 3. Okay, ich würde das gerne als nächstes. Ich muss natürlich da rein, ne? Ich kurz mal auf C. Heraus ist keine mehr, okay. Ist für mich okay. So. Ich vergesse die Tasten vom einen auf anderen Mal. Okay, da lang. Ja, das hat gut funktioniert. Oh, scheiße, jetzt kann ich alles nochmal machen, oder? Ich glaube, es wird Zeit aufzuhören. Es wird Zeit aufzuhören. Gut, es ist auch schon 3 Uhr, es ist wirklich Zeit aufzuhören. Ja, irgendwie das, ja. Oh, es ist gerade ein bisschen anstrengend. So. Achso, scheiße, ich Vollidiot. Ich brauche die Dings gar nicht mehr, ne? Na gut, trotzdem. Wo muss ich jetzt hin? Dahin, ne? Aber die Dings brauche ich ja nicht mehr. So. Das macht aber nichts. Das hasse. Kann ich? Ich habe beide Dinger, das heißt. Ein normaler Kill reicht auch. Okay. Da rein teleporten. Ups. Reicht mir schon, dass ich da raus bin. Boah. Nein! Das könnten wir wahrscheinlich als Azur nutzen. Ja, wenn ich mal hinkomme. Schreien alle, das ist ja furchtbar.
So, der ist tot. Reicht auch grundsätzlich. Den muss ich hier töten. Weil er sonst runterfällt. Und das braucht keiner. Theoretisch könnte ich ihn liegen lassen, aber... Naja. Ach, genauso wollte ich das. Vorher auch schon. Jetzt habe ich nicht ganz hingehauen. Da ist einer, den müsste ich... So. Wo muss ich hin? Dahin. Okay. Keine Ahnung, ob da rein teleporten eine gute Idee ist. Dass es keiner gehört hat. Nein, nein, nein! Weil überall die Idioten langlaufen. Und ich keine Fähigkeiten habe, mich zu verstecken, sondern nur Aufspürfähigkeiten und ins Wasserfallfähigkeiten. Gottes Willen. Okay. So, noch ein neuer Versuch. So, jetzt müssen wir dorthin. Das ist die Frage, wo ist denn das zweite? Okay, das ist zum Zerstören und dann muss ich schauen, wo ich hin muss. Da kommt jetzt zumindest mal hier hoch. Suchst du mich? Oh, das war mal ein anderer Move, ein schnellerer Move. Oh, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. So. Ich weiß nicht, ob ich ihn... Ich kann ihn so töten. So. Geht schnell. Interessiert meistens keinen. Gut, das hat auch keinen interessiert. Das reicht eigentlich. Okay. Okay, der ist weg. So, hier hin teleportieren. Und dann da rein teleportieren, während er da steht. Also wenn er rausgeht. Und da muss ich schauen, wo ich hin muss. Den nächsten Abschnitt. Na toll. Bin ich wahnsinnig von begeistert. Nein, 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 nein. Na, komm schon. Wo ist denn dieser scheiß Abflussrohr? Ich bin auf so einer beschissenen Stelle. Ist das da? Guck mal. Jo, da ist es. Das heißt, ich muss da hinten lang und... Okay.
Und still. So, jetzt habt ihr das eh schon tausendmal gesehen, wie das hier funktioniert. Jetzt, also wer selber spielt, der weiß jetzt genau, wie er hier langlaufen muss. Wisst, dass das sowas nicht funktioniert. Hallo? Okay, da wäre auch der andere Move gegangen, ganz ehrlich. Okay, der kommt wieder. Ups. Scheiße. Kommt der hier lang? Gut, dann stirbst du halt. Soll mir auch recht sein. Dann belästigst du mich ja nichts da hinten nicht mehr. So, genug Energie für den da. Das ist so geil, wenn du dich von Schatten zu Schatten bewegst und einfach die Gegner tötest. Ich finde diese Idee so schön. Das ist ein richtig schöner Assassine. Genau, der kommt jetzt. Jetzt schau ich mal. Ups. Kann mal passieren, bitte. Wir sind in der Stadt. Wir haben es geschafft, Alter. Geil. So. So, das Spiel speichert automatisch. Oh. Okay, wir haben noch ein gutes Stück vor uns. Da müssen wir hin. Okay, deaktiviere ich bei... Ich sag mal so. Das Spiel speichert automatisch. Und was bedeutet, wenn ich jetzt aufhöre, fangen wir hier wieder an. Und wenn nicht, dann mache ich den Part halt, was ich jetzt gerade eine halbe Stunde lang versucht habe. Versuche ich das halt einfach selbst nochmal nachzumachen. Aber boah, ich dachte nicht, dass das Spiel so lange läuft. Das hätte ich echt nicht gedacht. Aber okay. Zwischenfazit? Wollt ihr ein Zwischenfazit? Ja, ein kleines Zwischenfazit. Okay. Also ich finde das Game an sich sehr cool. Auch wenn ich ein bisschen ruhiger bin, das ist bei mir normal, dass ich nicht viel rede. Und bei Schleichspielen ist es immer so, da habe ich immer so das Gefühl, wenn ich was sage, dann hört mich der Gegner und das ist nicht gut. Ich weiß, dass es nicht gut ist, aber okay. Außerdem, 3 Stunden aufgenommen, ich muss jetzt mal schauen, wie die Platte ausschaut, was die noch verträgt. Und ja, also wie gesagt, ich hab den Aragami, genau, das ist der Name. Ja, was soll ich sagen? Ich finde das Spiel echt cool. Also ich finde Stealth Games ziemlich cool und ich finde, das ist ja auch sehr gut gemacht. Es ist vielleicht ein bisschen zu einfach sogar, obwohl man eine Ressource hat. Ich finde es trotzdem, ich bin jetzt schon relativ schnell durchgekommen eigentlich durch viele Passagen. Und wenn man sich hier so einen Fan vom Arm sieht, gibt es noch ein paar Sachen, die man freischalten kann. Zum Beispiel das. Das ist, glaube ich, eines, also diese Aragami-Fähigkeiten, wenn man die alle hat, glaube ich, ist man ziemlich overpowered. Da braucht man noch gar nicht diese Fähigkeit, die man hier hat. Das zum Beispiel. Das sind alle Gegner, die im Umkreis, die man hier mit dem markiert hat, sind dann für immer markiert, glaube ich. Und ja, Köder ist was anderes. Köder ist wert zum Ablenken, aber ist nicht ganz so spannend. Ja, die Cage, also die Kage oder Cage 2 ist natürlich auch geil, wenn das aktiv ist, ne? Da ist man unsichtbar und da können die Gegner einen nicht hören. Das heißt, da kann man durchrushen durch verschiedene Gebiete. Ich glaube, das ist das nächste, was ich hochlevel. Die beiden. Das heißt, das könnte ich theoretisch schon hochleveln. Kostet dann 4. Das könnte ich mal aus. Ja, gut, aber da bin ich halt nur unsichtbar und das ist okay. Ja, trotzdem. Und hier, ja, das wäre ja vielleicht interessant noch. Und das,
Die anderen beiden glaube ich hier nicht so. Auf jeden Fall, wie gesagt, also es gibt so einiges, was man hier machen kann. Und naja, was soll ich sagen? Ich mag Stealth spielen. Und das ist, ich finde Arigami ist für die 18 Euro, was ich zahlt habe. Ich glaube 20 Euro kostet es, weil es bei mir auch so billig, weil es gerade frisch rausgekommen ist. Aber ich glaube für die 20 Euro ist das auf jeden Fall wert, das Spiel. Und es geht zwar in jeder Mission eigentlich ums Gleiche. Man schleicht sich durch, man muss irgendwelche Lichtbarrieren. Es gibt nicht viel Abwechslung. Ne? Es gibt jetzt wieder diese neuen Gegnertypen, diese komischen Flammen. Das sind jetzt neue Gegnertypen. In die darf man nicht reinlaufen, weil die heften sich an einen und die töten einen. Es können die Bogenschießen auch Bogenschützen. Entschuldigung. Können das auch verschießen. Und ja. Auf jeden Fall. Ich finde das Game ganz witzig. Ich finde das ganz cool. Ich kann es weiterempfehlen, wer Stealth Games mag. Es ist wie gesagt nicht viel Abwechslung dabei, also zumindest ist mir nicht aufgefallen. Also man hat zwar die verschiedenen Gegnertypen jetzt noch, also normale Kämpfer und Bogenschützen hat man, dann hat man im Prinzip jetzt noch diese Lichter, aber ansonsten ist es immer von einem Teil zum anderen zu schleichen, irgendwelche Lichtbarrieren zu vernichten, ja, damit man weiterkommen. Ja. Die Story ist, ich weiß es noch nicht. Also die Story an sich war ja ganz leicht und ganz schnell erklärt. Man wurde von einer Prinzessin wurde man erschaffen. Man selber ist ein Schatten, ein Rachegeist, ein Aragami. Dürfte wahrscheinlich das asiatische Wort dafür sein oder sowas in die Richtung. Ein Schattengeist, irgend sowas. Und man muss halt versuchen, sie zu befreien. Und im Laufe des Stories sind wir jetzt auch schon drauf gekommen, dass man den General töten muss. Also man muss sie befreien und den General töten. Die Frage bleibt natürlich offen, also für mich bleibt die Frage offen, was passiert, wenn wir sie gerettet haben. Beziehungsweise meine Theorie ist ja was komplett was anderes. Dass diese Lichttypen hier versuchen, diese Talismane und alles zu beschützen, damit eben die Prinzessin, die da gefangen gehalten wird, in Anführungszeichen, nicht ausbrechen kann, weil das halt ein böser Dämon ist, eine böse Hexe, was weiß ich. Also, ich stelle mir so ungefähr so vor wie Fluch der Karibik, dritter Teil, Kalypso, ist ja auch in Menschenform. Hat sie keine Kräfte. Und deswegen denke ich mir, okay, vielleicht wurde auch die Hexe da rein verbannt. Ja. Wurde auch die Hexe da hinein verbannt und in den Körper und möchte jetzt wieder raus. Hat es geschafft, uns zu beschwören und naja. Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Also, es kann natürlich sein, es kann natürlich auch nicht sein. Es kann natürlich auch die ganz normale 0815 Story sein, dass wir halt eben als Geist sie retten und dann zum Schluss auch noch am Leben bleiben können. Interessant wäre es natürlich, wenn wir am Schluss noch sterben würden, weil die Sonne auftaucht. Wir spielen ja jetzt ganz Zeit in der Nacht. Also, es wäre interessant, wenn wir jetzt noch sterben könnten, ja. Wenn wir dann sterben würden. Ganz traurig zumindest. Das wäre ganz witzig. Aber ja, ich weiß es nicht. Also am Ende, ich werde am Ende dann wissen. Am Ende werde ich es dann wissen, was wirklich das die wahre Story war. Weil theoretisch könnte es beides sein. Es könnte wirklich die Hexe sein. Es könnte wirklich sein, dass die Lichttypen die Talisman alles beschützen, damit eben die Prinzessin nicht ausbricht, weil sie böse ist. Oder es kann eben sein, dass die Lichttypen wirklich böse sind. Ne? Und wie eigentlich das Gute sind. Also dass das Prinzip hell gegen dunkel umgedreht auf dunkel gegen hell und dunkel ist eben das Positive. Aber okay. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, mir machen solche Spiele immer gern Spaß, immer viel, viel Spaß. Und ich habe schon erwähnt, ich wollte ja noch Brothers Tale of Two Sons aufnehmen, das auch keine Synchronisierung hat. Das würde ich auch gerne aufnehmen, das dauert aber noch ein bisschen. Weil dafür ein Controller nötig ist und den muss ich wieder anschließen und bla bla bla. Ihr kennt das ja, diese alltägliche Leier von mir. Und ja, jetzt habe ich sowieso mal Aragami zu spielen und nebenbei noch Warframe natürlich. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann und viel Spaß. Baba!